ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos. Alle Zahlen zeigen, dass bis zu 90% aller Corona-Toten aus Pflegeheimen kommen. Und in den Ausführungen von Herrn Lothar Wieler hat das nicht mal 1% der Redezeit bekommen. Er hat immer nur darüber gesprochen, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, dass die Menschen nicht verreisen sollen, dass die Menschen immer noch zu häufig miteinander essen. Aber er hat nicht darüber gesprochen, wie man Pflegeheime zu schützen kann. Jetzt in der letzten Antwort, als er darauf angesprochen wurde, hat er wieder nur gesagt, es geht darum, die Inzidenz insgesamt niedrig zu halten und dann ist es möglich, auch Pflegeheime zu schützen. Aber an welcher Realität orientiert er sich denn? Die Maßnahmen zeigen doch allesamt, es ist nicht möglich, die Inzidenz zu drücken und zu halten. Klar, wir können in einen kompletten Lockdown gehen und dann kriegen wir auch die Altenheime mitgeschützt. Das machen wir aus guten Gründen nicht. Und dann hat man sich eben an der Realität zu orientieren. Solange die Zahlen hoch sind, und das werden sie im Winter offenbar bleiben, das sind sie überall in Europa, braucht es zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Pflegeheime. Und ich verstehe das nicht, dass in der ersten Pressekonferenz Mitte Januar, nachdem wir den tödlichsten Dezember seit vielen Jahren hinter uns haben, Herr Wieler sich hinsetzt und erstmal sich weigert, darüber zu sprechen, wo die Menschen denn sterben. Wir haben sämtliche Bundesländer abgefragt. In NRW waren das 55% aller Corona-Toten kommen aus Pflegeheimen. In Schleswig-Holstein waren das 89%. Ich meine, wir haben eine Gruppe von Menschen, die stirbt an diesem Virus, und zwar mehr als alle anderen. Und dann sitzt da der Chef von Deutschlands oberster Seuchenbehörde und will einfach nicht darüber sprechen, sondern wiederholt Plattitüden, die wir alle seit einem Jahr schon gut kennen. Hinter jeder Zahl ist auch ein Mensch. Ja, das ist uns jetzt allen bewusst. Und weil wir so wenig testen, gibt es noch viel mehr infizierte Menschen, die wir überhaupt nicht kennen. Und wir testen übrigens nicht erst seit Weihnachten wenig, sondern wir testen schon seit vielen Monaten deutlich weniger als viele andere Länder in Europa. Und die Frage des Reporters, was ist denn mit den viel berühmten deutschen Testkapazitäten? Nix ist damit. Ja, da ist wirklich gar nichts damit. Wenn man sich die Zahlen im September, im Oktober, im November anschaut, das ist nicht kurz vor Weihnachten. Da hat Deutschland auch schon wahnsinnig wenig getestet. Es ist Deutschland nicht gelungen, die Testkapazitäten hochzufahren. Es ist Deutschland nicht gelungen, die Pflegeheime zu schützen. Und hier haben wir einen RKI-Chef Lothar Wieler erlebt, der weiter einfach versucht, die Menschen mit Plattitüden daran zu erinnern, dass man sich an die Maßnahmen halten soll. Und die Menschen fragen sich vermutlich, ja, wie lange denn noch? Er hat gesagt, ja, wenige Monate oder viele Monate, aber egal, bis Ende des Jahres werden wir es schon geschafft haben. Also wenn das eine Strategie ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, er hat auch gesagt, er ist glücklich, Impfen sei ein Privileg. Wird das dann da irgendwie beschönigt, die ganze Impfstrategie? Weil wir merken ja alle, dass es einfach zu lange dauert. Ja, hier wurde massenhaft beschönigt, sagen wir es mal so. Also mich schockiert am allermeisten tatsächlich die Forderung, geht nicht mehr essen. Also man hat wirklich das Gefühl, oder wieder, er hat es auch relativ klar angedeutet, dass ihm die Maßnahmen nicht ausreichen, die wir gerade haben. Aber ganz ehrlich, sein Kollege, der Physiker Dr. Brachmann hieß er, hat ja so gesagt, dass wir eben genau sehen, dass die Maßnahmen nicht so wirken wie das erste Mal, weil die Leute wahrscheinlich sich nicht so wahnsinnig gut daran halten, vielleicht auch einfach keine Lust mehr haben. Und jetzt, wie gesagt, den Chef der obersten Seuchenbehörde, um das mal aufzugreifen, der sagt, das reicht mir alles noch nicht. Und wie kann es sein, dass ihr Mittag zusammen esst? Das ist schon schockierend. Die Impfungen, ja, auch da wurde viel, viel schön geredet, finde ich auch. Was mich auch schockiert, er hat, der zum Mut machen, also zieht er sich da auch gerne Sachen ran, er hat gesagt, die Fallzahlen stabilisieren sich und der Anstieg ist nicht mehr so steil. Ich habe zwischendurch mal geguckt, also heute die 25.000, darüber haben wir gesprochen, gestern waren es 19.600, Infizierte, vorgestern 12.000. Das sieht jetzt für den Laien wie ein Anstieg aus und schon gar nicht wie eine Stabilität. Und er hat es ja auch gesagt, und wir hatten es vorher auch besprochen, die Zahlen stimmen ja nicht. Also worauf er das jetzt, es ist leider, was er sich da rangezogen hat, um den Leuten weiter Mut zu machen, was ja richtig ist. Natürlich soll er auch den Leuten Mut machen, aber ob das jetzt unbedingt die Variante ist, weiß ich nicht. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.